Dies ist eine etwas anspruchsvollere Aufgabe zum Thema mehrstufige Zufallsexperimente, Baumdiagramme und Fahrtregeln. Ich gehe davon aus, dass jeder sich die Aufgabenstellung in Ruhe durchlesen kann, indem er das Video anhält, deswegen lese ich die Aufgabe nicht vor. Das ist das sogenannte Geburtstagsproblem, bei dem es schließlich auf die Fragestellung hinausläuft, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass zwei verschiedene Personen am gleichen Tag Geburtstag haben. In dieser Vorstufe geht es aber nur um eine Gruppe von 6 Leuten und da geht es dann auch nicht um Tage, sondern um die Monate, dass sie im gleichen Monat Geburtstag haben. Der Ansatz ist eigentlich das komplizierteste. Der Ansatz umfasst nämlich folgende Überlegung. Ich beginne nicht bei der ersten, sondern bei der zweiten Person und unterscheide folgende Fälle. G heißt, die Person, die ich jetzt betrachte, also beginnt bei der zweiten Person, hat Geburtstag in einem Monat, in dem eine andere Person schon Geburtstag hat. Das heißt also G für gleicher Monat wie eine der anderen Personen, die ich schon vorher betrachtet habe. Oder eben N, dass es ein neuer Monat ist, der bisher noch nicht vorgekommen ist. Tja, und damit baue ich das Baumdiagramm auf. Es beginnt wie üblich in einem Punkt und es werden nur zwei verschiedene Ereignisse unterschieden, nämlich N oder G. Und wie gesagt, ich beginne bei der zweiten Person in der Gruppe. Das heißt, eine Person, die erste Person, hat in einem beliebigen Monat Geburtstag. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die zweite Person, die ich jetzt betrachte, im gleichen Monat Geburtstag hat, beträgt entsprechend nur 1/12. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein neuer Monat ist, ist 11/12. 11 Monate sind noch frei. Die Fragestellung war ja, dass alle in verschiedenen Monaten Geburtstag haben. Das heißt also, der Pfad mit dem G, der ist dann an dieser Stelle schon zu Ende. Und gehe nur oben diesen Pfad hier weiter und unterscheide wieder ein neuer Monat oder ein gemeinsamer Monat. Jetzt bin ich aber bereits bei der dritten Person in der Gruppe. Das heißt, zwei Personen habe ich schon betrachtet. Das heißt, zwei verschiedene Monate sind schon belegt und es sind nur noch 10 Monate frei. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass die dritte Person der ersten oder zweiten einen gemeinsamen Monat hat, beträgt 2/12. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder ein neuer Monat wird, ist entsprechend nur noch 10/12. Auch hier ist das Baumdiagramm zu Ende, denn ich betrachte ja nur den Pfad, dass jeder immer in einem neuen Monat Geburtstag hat. Mit dieser Überlegung kann ich das Baumdiagramm fortführen und letztendlich auch die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass alle 6 Leute an verschiedenen Monaten Geburtstag haben, also die Wahrscheinlichkeit, dass 1., 2., 3., 4., 5., 6. alles neue Geburtstage sind, beträgt entsprechend der Fahrtregel entlang des oberen Pfades dann eben 11/12 mal 10/12 und so weiter. Welches die letzte Wahrscheinlichkeit in diesem Pfad ist, muss sich bitte jeder selber überlegen. Und an der Stelle höre ich dann auch schon auf mit meinen Überlegungen. Den Rest solltet ihr alleine schaffen. Ciao.